Es gibt keine globalen Konzerne mehr. Die mussten alle ihr Geschäft aufgeben, wurden zerschlagen. Die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung ist so stark geworden, dass es überhaupt keinen Sinn mehr machte, diese welt- und menschenzerstörenden Geschäfte weiter zu betreiben. Politik war gezwungen, endlich solche Regelungen aufzustellen, dass diese Konzerne schlichtweg keinen Profit mehr machen konnten. 2048 wird es kein Geld in der heutigen Form mehr geben, sondern Beziehungen zwischen Unternehmen, wenn es sie in der Form noch gibt, werden anders sein als geldgetrieben. Es wird keine internationalen, transnationalen Verflechtungen mehr von Kapital geben, das heißt keine großen Konzerne, starke Dezentralisierung demgegenüber, kleine Unternehmen, Verbünde, die für das Allgemeinwohl arbeiten. 2048 ist Privateigentum an Unternehmen verboten, sowas wie Aktiengesellschaft als Rechtsform sind abgeschafft. Das heißt, die Möglichkeit einzelner Unternehmen oder Menschen, Profit aus Unternehmungen zu schlagen, an denen vor allen Dingen andere Menschen beteiligt sind, ist nicht mehr möglich. Das ist rechtlich verboten worden. Ich freue mich auf eine inspirierende Arbeit, wo ich jeden Tag hingehe, wo Menschen sind, die eine ähnliche Idee davon haben, woran wir arbeiten, wo es keine Machtverhältnisse in dem Sinne gibt, die mich einschränken, sondern wo man wechselnde Rollen hat, wo man sich ausprobieren kann. Ich freue mich auf mehr Zeitwohlstand, auf einen selbstbestimmten Tätigkeitsbereich, wo ich mich einbringen kann, wie ich das für richtig halte und wichtig halte, der aber auch durch andere mitbestimmt und mitkontrolliert wird, dadurch, dass wir eine Rätestruktur haben und verschiedene Unternehmungen, in denen ich tätig sein kann. Also Einzelunternehmen gibt es nicht mehr und ich kann mich deshalb viel vielfältiger betätigen. Auch die Sorgetätigkeiten, die wichtig sind für die Produktion, sind verteilt und dadurch sind eigentlich auch alle zufriedener um mich herum. Dass Arbeit und Einkommen vollständig entkoppelt sind, es gibt kein Geld mehr, keine Trennung in Erwerbsarbeit und andere Tätigkeiten. Alle Menschen können das machen, wo sie Freude dran haben, was sie gut können, müssen nicht immer das Gleiche machen und sie können es weltweit tun. Alle, weil es gibt nämlich keine Grenzen und keine Nationalstaaten mehr. Zunächst kommt es darauf an, dass die Ideen, die es schon gibt, die Alternativen bieten und im Moment oft kämpfen, dass die weiter verfolgt und weiterentwickelt werden, trotz der Widerstände. Für eine gesamtgesellschaftliche Transformation brauchen wir ganz viele Prozesse, die parallel ablaufen. Einer davon ist sicherlich die Veränderung der jetzigen bestehenden Infrastrukturen materiell gesehen. Also das heißt vielleicht auch ein Widersetzen der Strukturen, die es gerade gibt oder eine andere Nutzbarkeit davon. Was könnten wir zum Beispiel mit unseren Straßen machen, wenn da keine Autos mehr fahren würden? Wie könnten wir die anders nutzen? Und das führt vielleicht zu einem anderen Punkt, den ich wichtig finde, nämlich das neue Denken und Experimentieren und Ausprobieren, also die Offenheit mitzubringen, Dinge anders zu machen und nicht nur anders zu denken, sondern sie auch schon im eigenen Alltag umzusetzen. Wichtige Schritte sind, sich zu organisieren, einmal Alternativen aufzubauen, schon heute die Keimformen des anderen zu organisieren, aber es ist kein Sonntagsspaziergang. Und dafür sind auch Kämpfe notwendig. Es ist notwendig, sich zu organisieren, Druck auf die Politik auszuüben, Druck auch auf die großen Global Players und das alles mit globaler Perspektive.